Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb eines BR612 Dieseltriebzuges in verkehrsroter DB-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Dieser Triebwagen wird von zwei dieselhydraulischen Cummins QSK-19 Motoren mit je 750 PS angetrieben. Die Motoren müssen einzeln gestartet werden und sind als Motor 1 und Motor 2 bezeichnet. Wenn mehrere Einheiten miteinander verbunden sind, werden ihre Motoren nach diesen Bezeichnungen gruppiert. Um Motor 1 zu starten, halten Sie den Motor 1-Schalter in der Position Start. Wiederholen Sie dies für Motor 2. Um die hydraulische Kraftübertragung zu aktivieren, schließen Sie den Hauptschalter. Nutzen Sie den Bremsschlüssel . Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Mit dem Kombihebel Leistung Bremse können Sie Beschleunigung und Bremsen steuern. Halten Sie ihn in der vorderen Position, um die Leistung zu erhöhen. Mit dem Griff können Sie eine bestimmte Leistung aufbringen. Wenn Sie die gewünschte Leistung erreicht haben, können Sie den Griff loslassen, um ihn in die Halteposition zurückzufahren. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Wenn Sie den Griff in die Mitte zurückschieben, wird die Motorleistung auf Null reduziert. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie die Begrenzung überschreiten, ziehen Sie den Kombihebel Leistung Bremse in den Bremsbereich. Und erhöhen Sie die Bremskraft auf eine ähnliche Weise, wie Sie Leistung aufschalten.
Sie nähern sich nun dem ersten Halt. Wenden Sie ein wenig Bremskraft mit dem Kombihebel Leistung Bremse an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Ein Test der Notbremse wird während Ihrer Fahrt durchgeführt.
die Notbremse testen und die wichtigen Schritte durchgehen, die zur Weiterfahrt des Zuges erforderlich sind. Jetzt, wo der Zug zum Stehen gekommen ist, müssen wir ihn wieder zum Laufen bringen, damit wir unsere Reise fortsetzen können. Wir können nun unsere Fahrt fortsetzen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.